So, da sind wir wieder. Upsi. So, ich höre euch mal dazu. Wir sind anders wie geplant. Ich wollte hier noch einen Schrein bauen. Das konnte ich aber nicht, weil wir ja noch die Flamme upgraden müssen. Das machen wir auch gleich. Aber erstmal machen wir die Nomadenanhöhe. Die Warte. Die habe ich durch höchst einen komischen Zufall entdeckt. Ich war nämlich Dinge farmen und dann liefen wir uns quasi über den Weg. Wir schauen uns mal an, was wir hier noch so alles erledigen müssen. Wir haben den ersten Schalter von 4. Oh Gott. Okay. Hier gibt es nur eine Gold Chest anscheinend. Wir werden uns überraschen lassen. Ich hoffe, hier gibt es richtig krassen Stuff. Das hier machen wir alles kaputt. Dann gibt es immer ganz gute Mats aus den Dingern. Ja, Erfahrungsschriftrolle, let's go. Zinnbarren. Müssen wir einmal weniger 20 Zinn abbauen. Very nice. So. Was haben wir hier? Antiseptikum und Ziegel. Die Tür geht schon auf. Ich schaue nochmal kurz hier hoch. Nicht, dass wir was vergessen haben. Ne, hier haben wir den Schalter aufgemacht. Gut, ein paar Verbände, immer gut. Unter der Treppe waren wir schon. Ja. Alchemistische Grundsubstanz. Ziehen wir mal kurz anders hin hier. Bisschen gemütlicher. So. Hier gibt es Blitze, da gibt es Blitze. Da oben ist noch ein Schalter. So waren es schon mal 2 von 4. Die Knochen. Welche mystische Grundsubstanz? Ich denke mal, dass wir. Wir gehen erstmal in die Richtung hier. Kupferbarren, nice. Leuchtstaub. Das war knapp. Hier geht's ins nächste Stockwerk. Da ist noch ein Schalter. Und hier ist der nächste Schalter. Let's go. Aber oben ging eigentlich auch eine Tür auf, oder? Wir gehen erstmal kurz wieder zurück nach oben. Wenn es die Schalter von der Chest waren. Wenn nicht, geht's ab ins nächste Stockwerk. Hier gehen wir noch fossiler Stein. Ah, Leder. Junge. Man muss so viel Zeug sammeln, um Leder zu farmen. Oder um es herzustellen, sozusagen. So, Au. Nochmal Leuchtstaub. Hier war die Tür auch offen. Wir müssen ja alles anschauen, nicht, dass hier wieder total lost rumläuft. Ich erinnere mich an... Ach, den letzten Tempel. So, hier ging es hier dann nach oben. Schauen wir mal, ob die Tür hier offen ist. Tatsächlich. Nicht, dass wir die noch vergessen, die Jute. Was haben wir hier? Greifenhandschuhe. Hm, naja. Das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Hier müssen wir runter. Hier geht es ins nächste Stockwerk. So, auf dem Stockwerk haben wir alles erledigt. Let's go. Also der grobe Plan ist eigentlich, wir machen den Tempel hier fertig, reisen zurück. Oder... Ne, wir fliegen von hier bis dort. Also ich denke mal, dass wir bis hier kommen, dann laufen wir das Reststückchen. Hier kommen wir ja eh nicht weiter. Setzen unsere Flamme. Können dann schnell reisen zurück, dann grailen wir sie ab, schnell reisen zurück und dann geht's lustig weiter. Ihr wisst doch, wenn man was plant, wird es immer auch so funktionieren, wie man es geplant hat. Hallo. Bronzebarren. Nice. Alles mitnehmen. Alles, was wir mitnehmen können, müssen wir nicht craften. Schauen wir erstmal hier.
Auch wenn es nur Steine sind, egal. Wir mögen alles. So, die Tür geht nicht auf. Wir haben hier auch keinen Schalter irgendwo vergessen. Da unten ist ein Schalter. Yo. So. Das raucht aber schon ganz schön die Dinger auf hier. die Schwertchen. Wow. So. Hier kamen wir runter. Gut. War das jetzt der Schalter nur für die Tür? Tatsächlich. So, hier geht's lustig weiter. Was ist hier unten? Eine Tür mit dem Schalter. Gut. Hier können wir schwingen. Hui. Hui. Da unten ist ein Schalter zum Drücken, aber diesmal. Oh, eine kleine Kiste. Jawohl, der beste. Also finde ich, der beste Zauber ist der Säurebiss. Immer noch. Vielleicht hat er jemanden anderen Favoriten, aber ich kann ja mal die Kettenblitze und alles mit anderen ausprobieren. Aber der ballert so richtig krass rein gegen Boss-Gegner. So, die Tür ist offen. Ja. Das war knapp. Noch eine kleine Kiste. Knochenpfeile. Sehr gut. Die brauchen wir auch immer. Antiseptikum sowieso. Und hier gibt es ab im nächsten Stock. Das war nicht so schwer. Ich stelle mich ja mal immer so gut an wie eine Handlampe hier. Das ist hier Knochenstaub. Und Wachs. Leder. Über nichts. So, okay für uns. So. Hier sieht es ja wild aus. Das wird noch richtig böse wahrscheinlich. Na dann, wir müssen darüber rennen und hochklettern. Okay. Okay, es kommen immer drei. Relativ schnell. What the fuck? Na dann. Schalterchen. So, hier geht's wieder runter. Hier gibt's auch nichts anderes sonst, okay. Schön dunkel draußen geworden. Seht ihr mal, wie lange wir hier schon im Tempel rumeiern. Ich mag irgendwie das Lava-Zeug hinter dem Fenster. Sieht ziemlich cool aus. Vielleicht können wir das ja auch so bauen bei uns. Falls wir mal Lava-Blöcke setzen können, wie wir. Au. Müssen sich ja beeilen. So, Schalterchen. Jetzt nichts anderes gesehen hier. Eieiei. Das wird interessant jetzt. Ausdauertrank. Wahrscheinlich wollen sie einem nochmal sagen, dass man den jetzt nehmen sollte. Aua. Steckt er mit seiner puren Faust zu. So, wir ziehen uns tatsächlich den Trank jetzt rein. Hier ist er. 20% mehr. Ich dachte, hier ist nur ein Schalter versteckt irgendwo. Boah, jetzt schauen wir doch auch hier. Gott sei Dank haben wir den Doppelsprung. Ich denke nicht, dass man die Tempel auch ohne schafft. Was war das? Ach du Scheiße. Achso, wir haben es schon ausgeschaltet hier. Cool. Das heißt, wir können hier hoch und müssen dann darüber schwingen. Gut zu wissen. Ah.
So, darüber können wir schwingen. Da unten kommen wir her. Schauen wir erstmal hier draußen nochmal. Ich verstehe aber gerade irgendwie nicht, dass... Guck mal, hier kriegt jetzt 2 Schadenspunkte. Mit der Waffe muss man irgendwie 5-mal schlagen. Also, neue Variante. Das aufzumachen. So, 1. Oh, das war ein bisschen spät. Hm. So, doch nochmal kurz hinsetzen hier. Mal kurz rumgucken. So, genug ausdauern. Nochmal, wir trinken mal was. Candy. Und eine schöne Hühnersuppe. Und jetzt geht's auch munter weiter. Wir hätten, glaube ich, auch tatsächlich einfach rüberfliegen können. So viel Bronzebarren, wie wir hier finden, braucht man gleich nie wieder was craften. Das war die Tür da unten, hoffe ich. Ja. Fliegen wir einmal runter. Mich natürlich auch irren. Habe ich mich geirrt? Wahrscheinlich. Nee, hier ging's rein. Wo kommen wir denn her hier eigentlich? Egal, die Fallen sind aus, wir können hier überall rumlaufen. So, wir gehen einfach mal. Ich hoffe, es ist der nächste Stockwerk, nicht da, wo wir herkommen. Ne, wir haben es tatsächlich geschafft nach oben. Kufferbarren, Miasmatrank in groß. Let's go. Die Nomadenanhöhe. Abenteuer und Reichtümer. Mal unerreichbar bleiben, alles klar. So, 6 neue Orte hinzugefügt. Das ist ja super. So, mach schnell hier ausruhen. Alter. 100%. Ja, dann können wir jetzt fortfahren. Das ist jetzt unser Schnellreisepunkt. Das heißt, wir können dann immer losfliegen von hier. Aber wir wollen ja zum südlichen Karawanenlager. Und um das zu erreichen, müssen wir jetzt von hier losfliegen. Wie lange haben wir denn gebraucht? Hier 12 Minuten. Das ist okay. Hoffe ich. So. Da unten waren wir in der City. Das heißt, wir müssen übers Farmen. Können wir eigentlich auch oben lang? Wir müssen ja hier unten lang. Wir wollen ja dahin, ne? Hm. Aha. Da hinten sehe ich schon einen Turm. Wir fliegen einfach mal los hier. Immer genug Ausdauer. Ich denke mal, dass wir es genau hinter die Anhöhe schaffen. Also ungefähr bis hier. Wenn wir drunter durchlatschen. Das Dorf da unten haben wir schon gelootet. Da war nicht wirklich viel. Ich habe beim Farmen noch den Ritterhelm gefunden. Ich habe gedacht, der ist ziemlich gut, aber leider 10 Punkte weniger Rüstung und leider nicht die Buffs, die wir brauchen. Uhu. Ich kann gleich noch ein bisschen Panzer mitnehmen hier. So, oder Schuppen. So, hier waren wir ja vorhin schon. Alter, haut das Gift rein, Mann. What the fuck. So, ich hoffe, die sind nicht wieder gespawnt hier, aber eigentlich... Oh. Ich habe die Falle schon wieder vergessen. Nee, niemand ist gespawnt. Sehr gut. Wir schlafen mal schnell die Nacht weg hier. In unserem super schönen Bett. Hm. Träumi, träumi. Da oben ist jemand gestorben. Gut. So, Nacht vorbei. Sehr schön. Die Morgendämmerung brennt. Bricht an. Brennt an. So, wir haben uns den Flammenaltar gecraftet. Den packen wir jetzt mal hier hin. Und auch gleich eine Bench. Schau mal, also ich gehe mal so weit, wie wir können. Ohne zu sterben. Hm. So, das ist doch ein nicer Spot hier.
nicht genügend freier Platz. So. Einfach direkt den Weg, ne? So. Wir brauchen Minzpilzfleisch, fossile Knochen, Funken, Ammoniak. Ammoniak. Ammoniakdrüse. Junge, das war das Schlimmste, das zu farmen. Zinnerz, Räubusch und den Monstrositätenkopf. Das heißt, wir können jetzt zurück in die Base. Ich hab da nämlich mal was vorbereitet. Surprise, surprise. Oh. Naja. So. Hier sind wir auch schon. Stärke die Flamme. Wir haben 31 Funken, 34 mal Ammoniakdüse. Das Minzfleisch hat genau gereicht, okay. Räubersch. Also, wir stärken die Flamme. Flammenstufe 5. Ah, 8 Punkte haben wir jetzt. Achso, ich dachte, es kommen noch irgendwelche Infos, ne? Gut. Dann schauen wir mal in den Skilltree hier. Wir haben 8 freie Punkte. Was ist das hier? Parade fügt dem Wuchtschaden zu. Ich bin mir noch unsicher. Vielleicht sparen wir uns hier noch eine Weile auf. Stichwaffen zusätzlich 10% erhöht. Aha. Was ist das hier? Erhöht schneller mit Schwertern und Äxten anzugreifen. Das ist natürlich auch... Ah, ich bin mir nicht sicher. Naja, wenn wir uns verskillen, dann... Gesundheit. Ne. Schleichangriff. Ach, Mann. Ich glaube, wir nehmen hier die schnelle Angreifen. Und dann passt es erstmal. Brauchen wir hier. Gesundheit. Nahkampfschaden. Okay, Nahkampfschaden und schnelle Angreifen. Ziemlich gut. Haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen müssen? Wir müssen ein bisschen ausladen. Ist eigentlich auch nicht so weiter wichtig. Ich schau mal hier. Ich habe das Glas schon. Ich erinnere mich nicht, den daran gebaut zu haben, aber ich habe das Glas gebaut. So, plus. Ah, Dinge, die unterm Schreiner zu finden sind, wenn es ums Thema Glas geht. Schauen wir doch mal schnell, was wir beim Schreini als. Bei ihm können wir auch Glas. Herstellen mit Kohle, das ist klar. Wofür braucht man denn Glas? Ne, Stoffe. Nice Stoffe braucht man hier. Cooles Bett. Komfort 6. Aha. Der Schreiner braucht noch Schutz. Habe ich hier nämlich ein Dach gebaut. So, schöne neue kleine Tische. Ein noch coolerer Stuhl. Wo die Craft... Polsterung... Lapis Lazuli. Mhm. Bänke. Oh, schöne Laternen sind dazu gekommen. Eieiei. Was brauchen wir denn hier für alles? Schleim, Leuchtwuchs, Glas, Kohle. Aha. Hier sind schöne Bilder. Ein paar Wölfchen, Schweinchen, Blumen. Die sind aber schick. Lichtquellen, habe ich eine vergessen. Aber hier geht es noch weiter hier hinten. Sandsteinfeuerstelle. Auch ziemlich gut aus. So, was ist hier dazu gekommen? Ein neuer Schrank. Neue Regale. Ah, neues Geschirr. Aus Glas. Das war's schon. Naja. Habe ich das jetzt eingepackt, das Glas? Na, pack's wieder zurück. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Falls wir mal, wie ich es immer so schön sage, unsere Baufolge einrichten würden. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, wir wollen alle ein bisschen vorankommen. So, ich habe ein paar Steine dabei und so weiter, damit wir alle möglichen Kram craften können. Dietriche kommen wieder hier runter, falls ich sterbe. Das Leder hauen wir auch. Achso, wir wollten noch schnell die Rüstung bei ihr angucken hier. Hier. Nice. Wildjägerkapuze. Kritische Treffer. Fernkampfwaffen. Also ich muss sagen, die Rüstung gefallen mir auch sehr gut.
Polsterung. Ich denke mal, wir haben noch ein paar Quests vor uns. So, Assassinenrüstung. Ja. Was ist das? Die zwei Sets. Warum sind die denn so krass, Alter? Wir müssen unbedingt die Metallquest machen. Ich bin schon ganz gespannt, was da für eine Rüstung kommt. So, aber wir reisen jetzt erstmal zurück zu unserem. Zu unserem Altar oder zur Flamme, die wir gerade gesetzt haben, und jetzt sind wir mal gespannt, ob wir jetzt da endlich eintreten können. Tatsächlich, der Nebel ist wieder weg. Wir können losmachen. Let's go. Ja, noch ein neues Gebiet, zwei Gebiete hintereinander weg. Wir müssen aber irgendwie nicht in die Richtung, sondern hier lang. Da war es ja auch rot. Was haben wir denn hier? Der Axt, Alter. Schwefel. Jetzt können wir endlich. Jetzt können wir endlich den Säurebiss selber herstellen. Sehr nice. Vergifteter Eisenpfeil bei Jägerin. Sofern wir die Eisenquest jetzt endlich mal hinter uns bringen. Wir nehmen mal ein bisschen Schwefel mit, wa? Brauchen wir dann immer so im Durchschnitt 10? Ja, 12 haben wir schon. So, jetzt bauen wir uns nochmal kurz die Bench hier auf. Hatte ich die nicht schon vorbereitet? Ja, hatte ich. So. Die Bench möchte hier stehen, damit wir unser Stuff reparieren können. Erledigt. So, jetzt kann es weitergehen. So, immer schön geradeaus. Das hört sich ja gut an. So, Kamillentee, Hühnersuppe, Foodbuffs immer schön oben halten. Obwohl das jetzt auch nicht ultra wichtig ist. Aber gerade in Fragen Ausdauer kann man da auch schon nichts falsch machen. So, hier müssen wir hin. Das Karawanenlager. Da hat doch die Frau erzählt, dass sie gerne der Königin da folgen würde. Lieber, als mit uns rumzueiern. Aber davon lassen wir uns gar nicht beeinflussen. Jetzt haben wir ein schönes Lagerfeuer noch dazu. Feuerölig beschwören. Neuer Zauber tatsächlich. Miasma-Meteor. Alter, 205 Schaden, Junge. What the fuck? Das ganze 8-mal. Ja, will ich ja gar nicht wissen, wie hardcore die Gegner sind, die jetzt hier uns erwarten. Garnholz, na gut. Ah, ja, leg dich erstmal hin, ne? Leinen. Vielleicht kommen hier noch ein paar so neue Sachen raus. Mal Sandstein. Hier ist noch alles voll mit den. Glassplitter. Was macht man denn mit Glassplittern, bitte? Leuchtglas. Könnte natürlich auch sein, dass man eine schöne Rüstung daraus macht, ne? Glaube ich aber persönlich nicht. Stoff-Wandbanner. Nice. Jetzt wären bestimmt die Stoffhetzen wieder interessant. Ich, Butterstoff und der Jägerin. Oh Gott, da müssen wir bestimmt Farben herstellen und all den anderen Bums. Das wird auf jeden Fall auch noch interessant. Gegrillte Yucca. Der gegrillte Yucca der Königin. Yucca-Frucht halbieren, in Scheiben geschnitten. Kerne ausgekratzt. Öl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Honig, Gewürz. Der gewürfelte Paprika. Und entfernt die Kerne und schneidet die Yucca in 1 cm dicke Scheiben. Mit allen Zutaten nach Geschmack bestreichen. Nicht schüchtern sein. Mehr ist besser. Auf offener Flamme rösten, bis sie weich ist. Ja. Während des Röstens die Kerne in einer Pfanne rösten. Bis sie gold sind heiß und mit viel Liebe servieren. Hört sich gut an.
Feuerölicht. Schauen wir uns gleich mal an, was das Feuerölicht so drauf hat. Ich hätte gerne noch ein bisschen Stoff, dann muss ich das nicht selber herstellen. Noch ein Lagerfeuer, top. Hier war noch ein Buch. Emilia Frey, war das nicht die Begleiterin von der Königin? Ah ja. Du weißt mutig den Weg. So, wir wollten uns schnell mal den Dingens angucken. Hier ist er. 20 Schaden, Alter. Das ist doch ein richtiger Scheißzauber. Stufe 22. Ich kann mich natürlich irren. Wir werden ihn gleich mal ausprobieren beim nächsten Gegner. Keine Sorge. So. Hier hatten wir ja schon alles. Bücher brauchen wir jetzt nicht. Das ist abgetrocknetes Feld. Sah so gigantisch aus. So, wir haben das Karawanenlager hinter uns gebracht. Was haben wir hier? Ich denke mal, dass der Sonnentempel das nächste Mal drankommt. Wo ist denn die Metallquest eigentlich? Das Eisen. Herz aus Eisen. Eieieiei. Wir gehen mal hier hoch. Und noch ein Stückchen weiter, weil wir sind ja noch. Geht's hier lang? Ne. Was gibt's denn hier? Ist der Zeug nicht, dass das schon Eisen ist. Wahrscheinlich kann ich das noch nicht abbauen. Ich kann's. Ich habe keinen Platz im Rucksack, natürlich. Jetzt komm, sag mir, dass es Eisen ist. Nee, Lapis Lazuli. Nice. Dann können wir eine neue Alchemisten-Tunika craften. Wir nehmen mal ein bisschen was mit hier. Schade, dass es nicht auf den Boden droppt, dann hätte ich den Rest auch schon mitnehmen können. So, wie viel haben wir? 5. Aha. Ich würde sagen, wir nehmen mal 10 mit, weil ich denke mal, dass man mit 10 schon was anstellen kann. 7. 8. So, wir trinken. Warte mal, nee, wir können das hier essen. Den Zuckerrohrpams. Jetzt haben wir doch 10 hier, komm. So, 10 mal Lapis Lazuli. Neuer Crafting-Shit. So, das. So, wir müssen erstmal die Stadt erreichen, dann sehen wir, wo wir hin müssen. Wie wächst es überall hier? Lapis. So, sieht jetzt aus, als ob die Königin hier auch rumgeeiert ist. Und es sagt das Banner. Bruchshafen. Lustig. Oh, was haben wir hier? Ach so. Naja, Metallstadt können wir auch mal wieder mitnehmen. Nicht zu sehen. Hier ist auf jeden Fall ein Spawn. Schon mal gut. Wir machen jetzt hier nicht jede Kiste kaputt, keine Sorge. Wir schauen uns jetzt erstmal nur die interessanten Dinge an hier. Geil, High-Level-Ratten. Die müssen wir aber nicht looten, weil wir wollen ja nicht dieses ekelhafte Rattenfell mitnehmen. Nervt mehr, als dass es einen Mehrwert hat. Vielleicht kommt ja noch was, was man. Hier könnte meister Stuff rauskommen. Tatsächlich nur Holz. Ich habe gedacht, so irgendwie bekommen ein bisschen Stoff raus oder so. Leider nicht. Leider nicht. Nichts. Ist auch nichts. Ich denke mal.
Weil hier spawnt nur Pupu. Aber hier sind auch neue Gegner, nice. Ja. Nice Therapie. Alter. Das war knapp. Schauen wir, was der dabei hat hier. Ah, rohes Sandgräberfleisch. Das ist hier so eine Art Sandwurm? Vielleicht begegnen wir ihm ja nochmal. Wäre ziemlich geil. Hat dann so ein bisschen Star Wars Vibes. Ach man, jetzt habe ich scheiß Trank genommen. Schön verschwendet, den Mist. Okay. Neue Quest. Aha. Oh, gut, der war schnell. Wird auch noch mit Metallschrott dabei. Dafür, dass er jetzt. Alter. Hey, ich bin der festen Überzeugung, dass wir schon wieder. Scheiß Wachs haben wir ja ohne Ende. Was haben wir denn noch ohne Ende? Nix. Sand. Müssen wir eh erstmal Glas nicht craften. Was haben wir denn hier? Ein Honig. Okay, hier geht's um die Imkerpfeife. Da bin ich schon gespannt, ob wir da tatsächlich so einen kleinen Bienenhive aufsetzen können. Um dann in die Honigproduktion einzusteigen. Blauen Stoff haben wir auch gefunden jetzt. Hm. Hier ist die Imkerpfeife? Nee. Schade. Hätte er sein können. Haben wir hier noch ein Questgebiet? Sonnentempel? Okay, das kann hier gar nicht sein, weil das hier da drüben ist. Oh, da, fuck. Wir müssen hier überall diese explosiven Fässer aufstellen, hä? Das bringt doch keinem was. Ist auch schon Widerstand gegen Giftpfeile. Wollen wir schon gar nicht mehr machen. Ha. I got you. So, irgendwas müssen wir jetzt verschwinden lassen hier. Was ist das? Stein. Das brauchen wir nicht. Die haben wir tatsächlich alle vercraftet, ich kann es kaum glauben. Dann löschen wir mal hier. Der greift aber diesmal anders an hier. Hallo. So. Hatte der jetzt noch? Achso, seine Mistwaffe. Trockneter Kram hier. Metallschrott. Hm. Ah, nice. Balkenhose. Aha, wow. Ich gerade einfach aufgehört zu reden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Metallquest so schnell machen müssen wie möglich. Dietrich auf dem Klo, nice. Weil wir die nächste höhere Rüstung tatsächlich brauchen. Ich meine, wir haben jetzt eine Folge, die Rüstung. Und so wie die Gegner jetzt gerade reinscheppern, mit 180, 200 Schaden allein von dem Hund, denke ich, wird das nicht besser werden. Wir schauen mal, wie wir hier durchkommen. So, der Rest der Stadt liegt im Miasma. Wir markieren uns mal die Taverne. Obwohl wir irgendwie. Das ist ja nur die Geschichte vom Sonnentempel. Oder? Schauen wir mal schnell, wo wir die. Was wir da regeln können.
Ein Dietrich. Sollte mich aber was haben hier für... Jawohl, komm schon. Legendärer Zauberstab, den wir nicht benutzen. Zumindest noch nicht. Mitnehmen. Da oben ist eine. Wir wollen ja mal weiter ins Questgebiet kommen hier. Wir widmen uns einen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, der Stadt nochmal. Hier gibt es nämlich echt viele Häuser. Hier ist noch ein Spawny. Wird wahrscheinlich seinen Grund haben, warum man hier nochmal spawnen könnte. Hier wächst noch Lapislazuli. Was ist das da oben? Hier wieder irgendwo reingeglitscht. Oder irgendwas fliegt hier rum. Ach du Scheiße. Habt ihr das auch gesehen? Da oben fliegt ein scheiß Drache, Alter. What the fuck? Okay. Wir werden sehen, wie wir den handeln. So, wir müssen links abbiegen. Wie werde ich das Gefühl nicht los, dass man tatsächlich jetzt... Was ist das denn hier? Du Scheiße. Wir nehmen mal unseren Zauberstab, ne? Der ist ja... Der liebt den Zauberstab genauso wie wir. Bum bum. Das ist also ein Sandgräber. Hallo, schön dich kennenzulernen. Vielleicht bringt er dein Fleisch ein bisschen coole Buffs. Ist das die City, wo wir hin müssen? Bestimmt. Obwohl der Standort unten ist, gibt es bestimmt gleich so ein Loch, wo man reinkommt. Hier haben wir das Tagebuch von ihr gefunden. Na ja, gut. Schreibt, dass sie da alle halb am Verhungern sind. Kein Wasser mehr und so. Hier ist noch eine Kiste. Meister auf der Streitkolben. Schön, dass wir den nicht einpacken können. Was brauchen wir nicht? Was brauchen wir nicht? Ich würde tatsächlich hier die Keule brauchen wir nicht. So. Gut. Die müssen ja. Die sind ja hier rumgeeiert. Dann haben die hier probiert Ackerbau zu betreiben. Was natürlich nicht geklappt hat. Und dann sind sie bestimmt hier in irgendeine Höhle reingelaufen, oder? Nee. Ja, nein, nee. Dann, hier geht's runter. Wir gehen nochmal hier nach links. Ich dachte, hier ist irgendwo ein Höhleneingang. Vielleicht auch unten drin. Weil wir es auch übersehen haben. Wo es hier eigentlich ganz gut aussieht. So, ich darf die Folge diesmal nicht zu lang machen, weil ich sehr limitiert Zeit heute habe. So, sind wir hier richtig? Da sagt er auch, dass der Standort unten ist, aber wir gehen jetzt trotzdem mal hier hoch. Hier ist eine Mine von den Lieblingskollegen. Aber irgendwie habe ich den Ort noch nicht entdeckt. Hallo? Mine? Vielleicht geht es ja hier tatsächlich rein zur Quest, wo wir hin müssen.
Hier ist auch keine Sau. Macht er mir nur so ein bisschen Sorgen, ne? Wir gehen mal hier rein einfach. Könnte sein. So, und eine Fackel haben wir. Hier geht's aber nicht wirklich nach unten. So. Vielleicht geht's ja hier weiter. Da hinten sah es ganz gut aus eigentlich. Ah, trink schon Kamillentee hier. Los geht's. Oh. Okay, hier ist tatsächlich nur die Mine. Na gut. Hätte ja sein können. Also, ich... Ach, jetzt sind die Kollegen gespawnt. Hat wieder diese nutzlosen Bomben dabei. Schauen wir mal, was hier hingeht. Jetzt nochmal Miasma. Hier. Oh, falsche Richtung. Wir müssen nochmal zurück, glaube ich. Vielleicht haben wir ein Buch übersehen oder so, wo dran dann tatsächlich die Quest festgemacht wird. Aber er sagt ja schon Standort unten. Deswegen springen wir mal einfach von hier. Also die eine Quest war hier. Vielleicht hat das Ding ja einen Keller, ne? So, hier haben wir alles angeschaut. Buch haben wir gelesen. Schön ausgeruht. Hier vielleicht. Auch nicht. Der Drache macht mir ein bisschen Sorgen da oben. Ist auch nichts, leider. Gut down. Ja, ich bin tatsächlich überfragt. Ich würde sagen, wir ziehen erstmal weiter zur Imkerpfeife. Schade, dass wir jetzt hier so ein bisschen Zeit verschwendet haben. Ich würde sagen, wir sacken die Imkerpfeife noch ein zusammen. Und dann werde ich mal schauen, wie die andere Quest da weitergeht. Ja, Kollege, jetzt geht's dir an den Kragen. Vielleicht greift er ja auch gar nicht an. Vielleicht ist er lieber Drache. Glaube nicht. Ne, dann haben wir ihn schon. Kommst du auch runter, oder? Nur wenn ich tot bin, jawohl. Okay. Gar kein Drache, doch ein Vogel. Schade, ich habe gedacht, das jetzt sah natürlich aus wie ein Drache, wa? Also lassen wir jetzt mal hier in Ruhe, wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Naja. Solche Angst vor dem Miasma-Typen. So. Ja, das tut mir leid, dass ich entweder finde ich den Eingang nicht oder ich stehe wieder auf dem Schlauch, aber ich werde nochmal im Detail suchen und euch dann dazu holen beim nächsten Mal, wenn
Ich weiß, wo es da weitergeht. Vielleicht müssen wir auch von der anderen Seite durchs Miasma da unten irgendwo lang, aber da unten ist Lava, okay. Mhm. 180 Meter. Naja, machen wir mal so hier. Das war knapp. Das war sehr knapp. So, dann haben wir jetzt das Lager mit der Imkerpfeife gefunden. Ich hoffe. Ah, der Giftsack kann hier bleiben. So. Ich mache erstmal Inventarplatz frei, so wie immer. Die Hose brauchen wir, denke ich, nicht. Stoffe sind eigentlich relativ wichtig. Garn, ja. Zur Verbesserung von Waffen. Okay. Er hat also Honig dabei hier, der Kollege. Auch Honig. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Pfeil ist. Wir scheißen jetzt einfach mal auf die hier. Ein Eisenpfeil. Hello. 21 Schaden macht er. Ist schon fett, würde ich mal sagen. Zudem alle Honig dabei. Das ist ja skurril. Er hat auch Honig dabei. Hier ist schon wieder so ein Vogel unterwegs. Lass mich in Ruhe. Und die Imkerpfeife ist mal wieder eine Quest, die sich über 700 Strecken zieht. Oder über... Ah, hier ist einer gelandet. Wie hat er denn die umgebracht schon wieder? Achso, die mir erstmal Nies. Tatsächlich. Ja, dann kannst du ja ein bisschen weiter umbringen, ne? Hey, lass mich in Ruhe. Hab gesagt, lass mich in Ruhe. Jetzt kannst du nicht mehr die Miasma-Leute naschen. So, sind wir auf dem richtigen Weg. Boah, ist aber ein ganz schönes Stückchen. So, vielleicht... Vielleicht gehen wir doch lieber zur Taverne, wenn die hier gleich in der Nähe ist. Ich denke mal, die ist irgendwo oben. Ja, und da sind wir schon wieder knapp dran hier mit der Zeit. Warte mal. Da ist eine Mine. Da ist die große Stadt. Wir fliegen mal ein Stück. Alter. Das war doch ein bisschen tiefer wie gedacht. Au. So. Nehmen wir die Miasma-Heinis. Kill die jetzt mal nicht. Hey. Man braucht Licht. Was ist hier? Die Obeliskenforschung. Wo ist er? Wahrscheinlich alles unter der Erde. Von da hinten. Hier geht's doch hoch. Juhu. Das war sehr gut. Wir essen und trinken jetzt erstmal noch was. Höhenpassage. Mhm. Vielleicht führt uns die ja dahin, wo wir hinwollen. Wer baut denn eine Taverne da oben auf dem Berg? Weiß ich nicht. Also weiß ich nicht. Was soll das? Ich komme nicht hoch. So, auf zum Endspurt hier. Erhol dich mal ein bisschen schneller, Kollege.
Hab gedacht, der schafft das hier irgendwo hoch. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch hier. Alter, die Ausdauer schon wieder. Großartig. Jetzt haben wir auch nichts Süßes mehr dabei. So, wo ist denn der eigentliche Weg hier nach oben? Hier hinten. Vielleicht schaffen wir es ja hier, uns hoch zu glitschen. Das sieht nicht so aus. Ja, das ist ja ein bisschen Pupu hier. Wer baut denn hier auch eine Taverne auf dem Berg, ja? Was soll das? Hier ist bestimmt eine Brücke oder sowas. Kann wieder nichts sehen. Hallo. Hippidip. Ja doch, wir müssen hier außen rum. Ah, die Ausdauer. Eieiei. Sind wir doch ganz gut rübergekommen hier. So, ich denke mal, dass wir jetzt hochkommen. Ist das die Taverne? Wollt ihr mich verarschen? Okay, das ist sie noch nicht. Trotzdem, eine berechtigte Frage. Hier ist noch eine Mine. Wie heißt denn die Taverne? Zum kleinen Drachen? Gibt's auch keine Treppe oder sonst was? Wer soll denn da hingehen zu der Taverne, hä? Gut, dass der Drachenvogel hier rum. Ah, sehr schön. Jetzt können wir auch die Nacht mal wegschlafen. So. Ein neuer Tag bricht an. Ein bisschen nervig sind die Kollegen schon, ja. Aber auch lustig, dass der hier rumfliegt und einfach alles killt. Schauen, was die hier so hinterlassen haben, die Kollegen. Ja, ja, ja. Sag mal, gibt es hier im Untergrund irgendwie... Mussten wir gar nicht hier rauf? Das ist ja mysteriös hier alles. Wahrscheinlich alles unterirdisch bei den Zwergen hier. Gut, dann haben wir den Berg hier auch schon erkundet. Ich mache mich mal schlau, wie ich hier die Dinger erreiche. Genauso wie ich die Sonnentempel-Geschichten finde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Kann ich euch dann einfach erzählen. Oder ich nehme es halt separat nochmal auf. Wie wir, wo wir, wann wir irgendwo hingekommen sind. Ja, aber ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir springen hier nochmal runter. Auf dass wir dann nochmal nach oben müssen. Ich markiere es einfach mal. Wie wär's damit? Wo ist denn der Standort? Standort ist auch unten. Hätte ich ja gleich mal machen können. Oh nee, und hier ist ein Eingang. Hallo, Leute. Ich bin echt ein bisschen hängen geblieben. So. Dann machen wir das auch noch schnell zu Ende hier. Wir waren gerade so ein bisschen reingetiltet. So, hier ist nix, hier ist nix. Hier ist nix. Großartig. Ich hoffe, die sind friedlich, oder? Bist du friedlich? Ja. Großartig. Lebenstrank, sehr gut. Glassplitter zum Verbessern von Waffen. Ne? Habe ich vorhin gar nicht vorgelesen, glaube ich.
Warum sollten wir denn die Taverne eigentlich besuchen? Ach, hier. Machbuchshafen. Okay, hier schreiben sie, wie sie die Bäuerin kennengelernt haben und dann die alle motiviert hat, mit der Königin mitzureisen. Das war tatsächlich unser Questziel hier. Okay, we take it. Wir nehmen jetzt, ich denke mal, dass der Obelisk unterirdisch ist und dass der Höhleneingang dazu ist. Deswegen denke ich mal, packen wir das in die nächste Folge. Und ich probiere jetzt mal rauszufinden, wie man die Sonnentempel-Geschichten kommt. Also, danke fürs Zuschauen und ja, verwirrt, bis zum nächsten Mal. Bye!